Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns total, denn wir wollten euch frohe Weihnachten wünschen. Alles, alles Gute und ganz schön entspannte Weihnachtstage. Wir sind auch schon in der Christmas-Mood. Wir sitzen hier vor unserem geschmückten, wunderschönen Baum. Den haben wir nämlich heute dekoriert mit unserer kleinen Tochter. Und das ist tatsächlich ein Baum, den wir selbst geschlagen haben bei Freunden im Wald. Und wie wir das gemacht haben, seht ihr jetzt. Wir sind aufgewacht mit 30 cm Neuschnee und passend dazu wollen wir heute unseren Tannenbaum schlagen. Und wir fahren natürlich nicht einfach in den Wald und fällen hier Bäume. Das ist der Wald von Freunden und die haben uns das erlaubt. Und wir werden mal gucken, ob wir hier was Schönes finden. So machen wir das. Cool. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das ist der Spot, wo wir da unten gestern schon den Baum ausgesucht haben. Und den gucken wir uns jetzt nochmal an. Und dann würde ich sagen, entnehmen wir den. Und sind dankbar, dass wir das machen dürfen. Freuen uns tatsächlich wirklich sehr. Entscheidung steht zwischen dem, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier sehen könnt, dem Baum oder dem Baum. Den gucken wir uns jetzt mal noch mal in Ruhe an und dann wird ein Stück hochgeklettert und oben die Spitze abgesägt. Der ist super. Es geht hier steil bergab. Entscheidung ist gefallen. Machen wir uns ans Werk. Ich muss dafür aus meinen Schneeschuhen raus, weil ich ein bisschen am Baum klettern muss, um nicht zu viel wegzuschneiden. Was? Das wird sehr lustig im Video aussehen. Wie ich hier gerade hoch bin? Ja. Das glaube ich. So, jetzt darf ich nur nicht das abschneiden, wo ich mich festhalte. Das ist sehr dumm. Abschneiden vor allem. Es geht, sagen wir mal so. Eine Stunde dauern, oder? Nö, gleich fertig. Boah. Timber! Dankeschön. Ich will nur irgendwie wieder runterkommen. Cool, unser erster selbstgeschlagener Weihnachtsbaum.
Richtig geil. Das war das. Die beiden sind jetzt rein, weil die Kleine super müde ist und jetzt echt ins Bett muss und vorher noch kurz Mittag essen muss. Und ich werde mich jetzt schon mal um den Baum kümmern, dass wir den vom Auto kriegen und noch schnell, bevor die Kleine dann pennt, ins Haus kriegen, dass der trocknen kann, sich ausdehnen kann. Na gut, das brauchen wir nicht. Es ist jetzt nicht lange in irgendeinem Netz gewesen, aber genau, dass wir mal gucken, auch was wir da noch absägen müssen und so weiter. Und noch mal kicken, ob ich ihn auch wieder gut vom Auto kriege. Passt rein, steht doch. Cool. Mal weg. Ja. Oh, genau. Jetzt zieh. Mal weg, ja. Mal weg. Gut. Oh ja, du bist danach hinter dem Baum. Das ist natürlich cool. Aber first try. Aber jetzt steht er erstmal, ja? Ja. So, der Baum steht erstmal. Wir freuen uns total, dass wir den jetzt hier im Wohnzimmer haben. Und jetzt werden wir den noch ein bisschen beschneiden, drapieren und so weiter. Den erstmal auch ein bisschen austrocknen lassen. Gut, ein bisschen schräg ist er noch. Eigentlich müsste er, glaube ich, sowas sein, ne? Aber ich finde, das sieht richtig schön aus dafür, dass wir jetzt hier auch nur so einen richtig billigen Weihnachtsbaumständer haben. Der Baum ist permanent umgekippt. Ich habe jetzt draußen Steine besorgt und die Steine darunter gelegt, um den zu stabilisieren. Und jetzt ist er auch fest. Aber ich kriege den nicht richtig gerade. Das ist aber okay. Ich habe gerade noch ein bisschen gefummelt und ich glaube, ich habe ihn jetzt sogar relativ gerade gekriegt. Und er ist jetzt auch stabil, kippt nicht um. Jetzt kann es mit der Lichterkette losgehen. Wir haben übrigens so eine richtig geile Oldschool-Lichterkette gekauft. Wir haben uns auf jeden Fall in dem Holzhaus und mit Baby gegen echte Kerzen entschieden. Es ist so schon immer anstrengend genug und dementsprechend gibt es eine Lichterkette und wir haben hier so eine richtig coole aus dem Second-Hand-Store gekauft. Die ist von Philips, ich weiß gar nicht, die ist bestimmt aus den 60er Jahren oder so. Ich muss dir noch schnell den letzten Weihnachtsbaumschmuck basteln, weil wir haben so wenig Kugeln. Aber ist doch ganz schön geworden eigentlich. So eine spontane Last-Minute-DIY-Sache. Darauf habe ich mich schon die ganzen Tage gefreut. Unser Baum steht, ich finde ihn mega schön. Flo hat schon die Kerzen angebracht, also die Lichterkette. Und ja, jetzt schmücken wir den Baum mal mit ein paar selbstgemachten Sachen, mit ein paar Kugeln. Wir haben eigentlich gar nicht so viel, aber mal schauen, wie es so am Ende aussehen wird. Wieso? Findest du sie schön? Die hätte ich extra gekauft. Ich finde die auch schön. Ich finde die wirklich schön. Holzkugeln, die so weiß bemalt. Tja. Das bringt Glück. Frohe Weihnacht überall. Schönes durch die Lüfte. Ja gut, dann hole ich mal den Staubsauger.
freuen uns auf jeden Fall jetzt auf ganz entspannte, gemütliche Weihnachtsfeiertage. Wir sind nämlich dieses Jahr nur zu dritt und sind echt aufgeregt, weil es natürlich unser erstes Weihnachten in Norwegen ist, das erste Weihnachten in diesem Haus. Und dann mit dem ganzen Schnee, also es ist so gemütlich, Trauma. Weihnachtlich. Ja. So haben wir es uns immer vorgestellt. Das letzte Jahr haben wir mit der ganzen Familie gefeiert, das war auch richtig schön. Viele Grüße auch an die, die uns zugucken. Wir wünschen euch auch frohe Weihnachten natürlich. Aber genau, freuen uns jetzt hier zu sein, zu dritt. Aber ganz allein sind wir auch nicht, weil wir nämlich über die Weihnachtstage jetzt die Pferde von unserer Nachbarin füttern. Und die müssen wir dreimal am Tag füttern. Und das zeigen wir euch jetzt auch. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir wünschen euch wirklich von Herzen richtig, richtig schöne Weihnachten. Habt entspannte Tage mit euren Liebsten. Wir schicken euch ganz, ganz viele Grüße aus dem verschneiten Norwegen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Ciao! Wenn ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann klickt einfach auf den Like-Button und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Vielen, vielen Dank! Danke! Ciao!